Willkommen zu Witcher 3. In der letzten Folge haben wir Ciri in die Hexerfestung gebracht und jetzt werden wir uns auf die Schlacht mit der wilden Jagd vorbereiten. Denke ich mal. Aber ich glaube, da müssen wir viel machen. Wie schön, dich zu sehen. Wer das lesen möchte, drückt bitte Pause. Okay. Na dann. Du hast sie gefunden. Ha! Sie haben mir gesagt, die Jagd ist hinter ihr her und kann jederzeit ungebeten reinplatzen. Also habe ich eine Mahakama-Mischung vorbereitet. Wenn die hochgeht, bleiben nur Fetzen übrig. Kann man mit den allen reden? Wie steht's, Geralt? Planst du noch eine Reise? Klar, der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undvik? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Urskar wieder aufzubauen. Ceres wird sich schon darum kümmern. Das sind Gespräche, die hatten wir schon. Leb wohl, Ankret. Entschuldigung. Hab ein Kloß im Hals. Alles in Ordnung? Verdammt, in der Nähe dieser Fässer habe ich sogar Angst zu niesen. Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Er ist Schmied? Echt jetzt? Na schön, wir reden später, Sultan. Ich hoffe doch sehr, dass das Gas funktioniert. Moisak. Ener, Anadar, Valanda. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Oh, können wir gut gebrauchen. Obwohl, ich renne ja in jedem Dorf zum Schmied. Von daher. Eskel. Grüß dich, Wolf. Na dann. Du bist hier. Was ist an Flammenfallen eigentlich so toll? Sie setzen das Ziel in Brand. Wir hatten doch in Beelen auf dieser Insel diese Zauberin.
erwischt, wie sie solche Dokumente da hier mitgehen lassen wollte. Die haben wir doch auch hierher geschickt. Aber die ist nicht da, ne? Wie hieß denn die nochmal? Kera. Eine Illusion. Ach doch, da ist er ja. Sei gegrüßt, Geralt. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens umwerfend aussehen. Na dann mach mal. Wird so ein Versuch nach dem Motto, wenn Blicke töten würden. Ruft alle zusammen, wir müssen reden. Und nun? Zeig mal einen Schlachtplan aus. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Okay. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Also müssen wir Jürgen und die Bomben ausrüsten. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Richtig. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Oh, ich glaube, das geht in die Binsen. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle.
am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Gute Idee. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Okay. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Ja, ne? Tränke. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Richtig. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Die erste Entscheidung ist immer die richtige, ne? Wir lassen's. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Ja. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Deine Tränke. Ich hoffe nur... Danke für alles. Dass wir das schaffen. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. So. Die Erden haben wir gesagt. Und wir müssen noch die... Bomben. Kann ich die jetzt tragen? Okay. Und jetzt die Bomben. Okay. Was haben wir für Tränke? Verbesserte Schwalbe. Verbesserte Tonne. Verlegene Schwalbe. Okay.
Mal ins Bestiarium gucken. Welcher den Ölen? Ich glaube, für die wilde Jagd gibt es, glaube ich, kein Öl, ne? Und was fällt die eigentlich? Geister? Naja. Unter der wilden Jagd. Konstruktöl. Igni und Oxy. Ja, dann. Und wir nehmen doch Igni, ne? Gut. Kann ich bei Alchemie noch vielleicht was verbessern? Braucht man nicht. Bomben. Äther. Alter. Weiße Möwe. Oder Kornsamen. Ich glaube, das können wir alles nicht herstellen, ne? Hier müssen wir rein. Hier können wir nichts. Na gut. So, ich mal schnell noch die Steine. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit. Dass wir die einsetzen. Los, ne?
denke mal schon, dass wir das schaffen, aber wird wohl nicht so einfach. Ja, es geht los. Bleib du mal schön da drin. Ich muss mich bei Yen bedanken, wenn alles vorbei ist. Dieser Zauber hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich hab kein Demeritium mehr. Yen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln. Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen wir zu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.